Fakultät für Gesundheitswissenschaften. Unsere Fakultät begann ihre Tätigkeit zum ersten Mal im Jahr 1997 unter dem Namen Hochschule für Gesundheit Afyon. Die Abteilungen Psychotherapie und Rehabilitation und Gesundheitsmanagement wurden 2007 eröffnet. Die Abteilungen Ernährung und Diätetik wurden 2009 eröffnet. Unsere Fakultät setzt ihre Aktivität mit 40 akademischen Mitarbeitern und 2093 Studenten in 4 Abteilungen, erschließlich Pflege, Psychotherapie und Rehabilitation, Ernährung und Diätetik, Gesundheitsmanagement in 3 Gebäuden von SAFRA Gesundheitskomplex. Es gibt 5 Labors der Pflegeabteilung, die von unserer Fakultät genutzt werden. Technik- und Fachlabor, Geburtlabor, Ernährungslabor, Psychotherapie- und Rehabilitationslabor und Operationssaalanwendung Einheit. Psychotherapie und Rehabilitation. Absolventen, die die 4-jährige Ausbildung in dieser Abteilung erfolgreich abschließen, erhalten den Titel Psychotherapeut. Psychotherapeut ist ein Beruf mit wichtigen Aufgaben zur Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität. Sie nutzen psychotherapiespezifische Bewertungsmethoden nach Diagnose von Facharzt und Plan und werden Behandlungsansätze in allen Arten von Verletzungen, Krankheiten und Schmerzen sowie Störungen im Alter an, die zu Bewegungsstörungen führen. Psychotherapeuten können als Kliniker in psychotherapeutischen Einheiten von öffentlichen und privaten Krankenhäusern Neurologie, Orthopädie, Geniatrie, Pädiatrie, Brustkrankheiten, Geburtshilfe und Intensivstation oder als Forscher oder Trainer in Gesundheitseinrichtungen arbeiten. Gesundheitsmanagement. Nach dem Abschluss der Abteilung für Gesundheitsverwaltung können die Absolventen neben dem allgemeinen Gesundheitsmanagement einschließlich öffentlicher und privater Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser in einem Dienstleitungsbereich, der so zu groß ist für administrative, finanzielle und technische Angelegenheiten, die für die berufliche Laufbahn als mittlere und leitende Führungskräfte zuständig sein. Ernährung und Diätetik. Diese Abteilung zieht darauf auf, Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen der Ernährung anzubieten, das Ernährungsniveau des Einzelnen zu verbessern, nach Lösungen für Ernährungsprobleme zu suchen, Vorschläge und Alternative zu unterbreiten und deren Umsetzung sicherzustellen. Krankenpflege. Krankenschwestern sind Gesundheitsberufmäßige, die diese Dienste für den Einzelnen, Familie und Gemeinschaft in jedem Schritt des Gesundheitsdienstes planen, implementieren und bewerten. Die Pflegeabteilungsstudenten machen seit 4 Jahren die meisten ihrer Anwendungen in unserer Gesundheitspraxis und Forschungszentrum von der SEFA Gesundheitskomplex. Die Krankenschwestern können nach ihrem Abschluss in öffentliche und private Krankenhäuser, Rehabilitationszentren, ambulante Diagnostik und Behandlung, Pflegeheime, Schulen, private Gruppen, in etablierten Pflege- und Schulungszentren und in Gesundheitseinheiten am Arbeitsplatz Manager und Koordinator arbeiten.